Hallo meine Lieben und willkommen zu unserem Tag 8. Wir beginnen heute auf den Fersen sitzend. Leg dann beide deine Hände auf dein Herz und schließ hier ganz sanft deine Augen. Wir werden uns heute mit der Energie der Ballons verbinden. Und schau hier direkt, ob du eine Balance in deiner Haltung finden kannst. Ob du deinen Rücken ein klein wenig gerader machen kannst und hier eine Aktivierung findest, während du gleichzeitig Sanftheit in deinen Körper einlädst. Und dann löst die Hände von deiner Brust. Bei der nächsten Einatmung komm nach oben auf deine Knie. Bring die Arme über den Kopf und wenn du ausatmest, bring den rechten Arm nach unten und zieh die linken Fingerspitzen rüber nach rechts. Finde eine Verlängerung deiner gesamten linken Körperhälfte. Atme tief ein und aus. Bring die Hände vors Herz. Bring dein Gewicht jetzt auf dein linkes Bein und tritt langsam deinen rechten Fuß an den Anfang deiner Matte. Setz dich tief in deine Hüfte, bring die Arme nach oben ausgestreckt über den Kopf. In dieser Klasse dreht sich alles darum, Balance in deinem Körper zu finden. Das heißt, wir werden heute auch ein wenig damit spielen. Und dann begradige das rechte Bein, bring die Fingerspitzen nach unten. Leg dann deine linke Hand auf dein rechtes Schienbein. Und zieh langsam die rechten Fingerspitzen nach oben Richtung Himmel, dreh dich auf nach rechts. Schau, ob du eine spielerische, neugierige Energie einladen darfst, besonders wenn du in dieser Position viel wackeln musst. Lass dich darauf ein, dass alles nur eine Entdeckung deines Körpers ist. Atme ein letztes Mal tief ein. Und aus, löst die Hände auf, heb den Oberkörper, bring die Hände vors Herz und dann zieh langsam den rechten Fuß wieder zurück. Atme tief ein, bring die Arme nach oben über den Kopf und wenn du ausatmest, zieh die rechten Fingerspitzen rüber nach links. Finde auch hier wieder eine Verlängerung deiner Körperseite. Atme ein letztes Mal tief ein. Und aus, bring die Hände vors Herz, tritt jetzt ganz langsam deinen linken Fuß an den Anfang deiner Matte und dann senk deine Hüfte tief ab, zieh die Handflächen nach oben, versuche die Gefühle der Instabilität anzunehmen und ihnen mit einer spielerischen Leichtigkeit zu begegnen. Und dann bring deine Hände zu Boden, begradige das linke Bein. Greif jetzt dein linkes Schienbein mit deiner rechten Hand und dann zieh langsam die linken Fingerspitzen nach oben, öffne dich nach links. Du wirst hier definitiv wackeln oder zittern, aber erlaub dir selbst, dir hier ein Lächeln zu schenken und die Schönheit darin zu sehen, dass wir unseren menschlichen Körper entdecken dürfen, bewegen dürfen. Atme ein letztes Mal tief ein und wenn du ausatmest, bring die Hände zu Boden und dann heb langsam den Oberkörper, bring die Hände vors Herz und schieb deinen linken Fuß zurück. Finde von hier einen Vierfüßlerstand, stülp deine Zehen um und schieb dich in deinen ersten herunterschauenden Hund. Vielleicht möchtest du hier die Beine gebeugt lassen, vielleicht möchtest du auf der Stelle laufen. Deine Hüften bewegen, deine Schultern bewegen. Schau, was sich jetzt gerade richtig anfühlt in deinem Körper. Und dann finde wieder Stille und schieb bei deiner nächsten Einatmung deinen rechten Arm gerade nach hinten oben. Bleib in deinem herunterschauenden Hund, halte deine Balance. Dann bring den rechten Arm wieder zu Boden und zieh die linken Fingerspitzen nach hinten oben. Probier hier einfach aus, ob du dich halten kannst, wie du dich halten kannst. Dann bring die linke Hand wieder zu Boden. Bei der nächsten Einatmung fließ nach vorne in die Planke. Und dann senk dich ab, Knie, Brust, Kinn.
Schieb dich nach vorne in die Cobra, atme ein und aus, stülp die Zehen um, zieh dich zurück in deinen herunterschauenden Hund. Atme ein, komm auf die Zehenspitzen, atme aus, beug die Beine, blick nach vorne, einatmen, zwei Schritte an den Anfang deiner Matte. Von hier komm langsam auf deine Zehenspitzen nach oben. Lass deine Fingerspitzen geerdet auf der Matte und dann beginne langsam damit, deine Beine zu beugen. Ganz nach unten, bis du auf deinen Fersen sitzt, und dann löse deine Hände von der Matte und bring sie vor dein Herz. Halte hier deine Balance. Schau, ob du deinen Drishti-Punkt finden kannst, deinen Punkt der Konzentration mit deinen Augen vielleicht vor dir auf der Wand. Und von hier, ohne deine Hände zu bewegen, beginne damit, deine Knie langsam vor dir auf der Matte abzulegen. Heb deine Hüften nach oben. Und dann senk deine Hüfte wieder auf deine Fersen und heb deine Knie vom Boden ab. Alles ohne Hände. Das machen wir nochmal. Senk langsam deine Knie auf der Matte vor dir ab. Heb deine Hüften nach oben. Und dann setz dich wieder auf deine Fersen und heb deine Knie vom Boden ab. Nochmal genau so. Bring langsam deine Knie nach unten. Heb die Hüfte. Setz dich wieder zurück auf deine Fersen. Heb die Knie vom Boden ab. Sehr schön. Von hier bring deine Fingerspitzen wieder auf die Matte und begradige langsam deine Beine. Bleib auf deinen Zehenspitzen und dann senk deine Fersen wieder auf der Matte ab. Und dann komm mit rundem Rücken nach oben für 3, für 2, für 1. Atme ein, bring die Arme über den Kopf, aus, Hände vors Herz. Wir balancieren weiter, verlage jetzt dein Gewicht auf dein linkes Bein und heb langsam dein rechtes Bein nach oben. Lass die Hände vom Herz und dann beginne langsam damit, große Kreise mit deinem rechten Knie zu drehen. Nimm die Bewegung hier nicht zu ernst. Ich lade dich dazu ein, Spaß zu haben, deinen Körper zu entdecken. Und dann kannst du hier gerne deine Hände lösen und deine Arme mit in die Bewegung hineinnehmen, sie durch die Luft fließen lassen, so als würdest du tanzen. Lass es zu, dass du wackelst, lass es zu, dass du umkippst, lade alles ein und hab einfach Spaß damit. Vielleicht möchtest du die Kreise in die andere Richtung ziehen, vielleicht ist das noch komplizierter. Und dann schlag jetzt dein rechtes über dein linkes Bein, beug das linke Bein, bring deine Arme ausgestreckt von dir weg. Und dann finde Adlerarme mit dem linken unter dem rechten Arm und komm so in deinen vollen Adler hinein. Beug dein linkes Bein noch ein klein wenig mehr und dann finde wieder deinen Konzentrationspunkt vor dir. Halte. Und dann löst das Ganze wieder auf. Atme ein, bring die Arme über den Kopf. Atme aus, Hände vors Herz. Wir fließen direkt weiter zur anderen Seite. Heb jetzt langsam dein linkes Bein nach oben, lass die Hände geschlossen vom Herz und dann beginne damit, große, langsame Kreise mit deinem linken Knie zu drehen. Und dann lade ich dich wieder dazu ein, deine Hände zu lösen, deine Arme mit der Bewegung mitzufließen, zu tanzen, Spaß zu haben. Sieh das hier gerade als Möglichkeit, die Ernsthaftigkeit aus deiner Praxis zu nehmen und zum Spiel, zur Leichtigkeit, zur Entdeckung zurückzukommen. Und dann überschlag jetzt das linke über das rechte Bein. Beug dein rechtes Bein so tief wie du kannst. Streck beide deine Arme von dir weg. Und dann finde wieder Adlerarme, diesmal den rechten unter den linken Arm. Verschränk deine Hände, wenn du kannst. Halte hier und atme. Und wenn du umkippst, dann komm einfach direkt wieder zurück in das Asana. Atme
atme ein letztes Mal tief ein. Und wenn du ausatmest, löse auf. Atme ein, bring die Arme nach oben über den Kopf. Diesmal, wenn du ausatmest, komm in deine Vorbeuge. Atme ein, finde eine halbe Vorbeuge, komm wieder nach oben auf die Zehenspitzen und dann senk langsam dein Po wieder auf deine Fersen ab. Und von hier bring deine Hände nach vorne und senk dich langsam nach hinten ab, setz dich auf deine Matte. Lass die Arme ausgestreckt nach vorne, dann setz dich so weit zurück, bis du deine Bauchmuskulatur aktivierst und dann heb deine Beine ab vom Boden, komm in dein Boot. Und dann öffne leicht deine Beine und greif die Innenseite deiner Füße. Finde eine Art Happy Baby, aber im Sitzen. Und dann kannst du entweder hier bleiben und einfach halten. Oder wenn du mehr möchtest und schauen wirst, wie weit du gehen kannst, kannst du beginnen, deine Beine langsam zu begradigen. Schau, ob und wie weit du deine Beine begradigen möchtest. Es spielt wirklich keine Rolle. Hier geht es gerade einfach nur darum, Balance in unseren Körper einzuladen. Nimm eine letzte tiefe Einatmung hier, egal wo du bist. Und wenn du ausatmest, löst das Ganze wieder auf und lande direkt in einem Schneidersitz. Bei der nächsten Einatmung zieh die Hände nach oben. Und wenn du ausatmest, dreh dich auf nach rechts, leg die linke Hand an die Außenseite deines rechten Knies. Finde Länge bei jeder Einatmung und dreh dich weiter auf bei jeder Ausatmung. Bei der nächsten Einatmung bring die Arme zurück über den Kopf und aus, dreh dich auf nach links. Finde auch hier Länge und gleichzeitig eine tiefere Drehung. Ein letzter tiefer Atemzug. Und aus, löst das Ganze wieder auf und leg deine Hände auf deine Oberschenkel. Mach dich hier bereit für unsere Endmeditation. Schließ also hier gern die Augen. Wie ich bereits am Anfang sagte, schau, ob du eine Aktivierung, eine Verlängerung deines Rückens finden kannst, während du gleichzeitig die Vorderseite deines Körpers weich werden lässt. Balance bedeutet nicht unbedingt an einem zentralen Punkt zu bleiben, sondern es geht vielmehr darum, sich hin und her zu bewegen und zuzulassen, dass Balance aus dem Fluss kommt. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass Balance nicht Stagnation an einem perfekten Punkt bedeutet, sondern Balance bedeutet, natürlich und mühelos durch die Gezeiten deines Lebens zu fließen. Erst die Balance von Dunkelheit und Licht schafft in dir Frieden und Stille. Wenn wir das begreifen, dann können wir endlich unsere Ganzheit zulassen. Denn an diesem Punkt finden wir wirklich einen Sinn für Balance. Wir werden für immer zwischen Dunkelheit und Licht hin und her wechseln. Nimm dir hier diesen Moment einmal Zeit, um ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit dafür zu empfinden. Für die Fülle, die das Leben zu bieten hat. Dankbarkeit dafür, dass du deine Menschlichkeit voll erfahren kannst. Und dann spüre hier ein tiefes Gefühl von Vertrauen, dass du jetzt gerade am richtigen Ort bist. Und mit einem Gefühl des Vertrauens und einem geerdeten Gefühl der Balance beginne langsam deine Schultern nach oben und hinten zu rollen. Noch einmal zieh sie nach oben
Atme ein und aus nach unten und hinten. Ein letztes Mal zieh sie nach oben und unten und hinten. Und dann öffne ganz sanft deine Augen wieder. Bei der nächsten Einatmung bring die Arme nach oben über den Kopf. Aus, Hände vors Herz. Noch einmal atme tief ein. Und aus, bring deine Hände vors Herz. Verneig dich vor dir selbst und dafür, dass du dir heute diese Zeit mit dir geschenkt hast. Danke, dass du da bist und ich freue mich sehr, dich morgen an Tag 9 wiederzusehen.